Hallo und herzlich willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Ich habe in den letzten Stunden ein bisschen was getan. Ich zeige das gleich mal. Und zwar hier. Ich meine, gucke mal. Hier ist alles schön voll ausgebaut. Ein paar Tränke dazu geholt. Somit sind wir eigentlich relativ, hoffe ich, gut vorbereitet, um, nun ja, zukünftige Dinge zu tun. Jetzt haben wir doppelt so viel Munitionsvorrat als vorher. Und ich denke, das ist sehr viel wert. So, jetzt allerdings geht es um das geheime Waffenlager. Das war irgendwo hier. War das hier? Bin mir gerade nicht sicher. Ja, ich muss nur kurz den Eingang finden. Da ist er. So, schön vorsichtig. Da geht es ja relativ weit runter. So, dann schnappen wir uns mal die Rüstung. Da ist das gute Stück. Sieht aus, als ließen sich die Klammern irgendwie öffnen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, den Mechanismus einzuschalten und die Klammern zu lösen. Ja, das gibt's bestimmt. So, das hier nehmen wir noch mit. Nur noch zwei. Nur noch eine. Das war's. Die letzte. Es ist eingeschaltet. Jetzt müssen nur noch die Schalter richtig stehen. Es muss eine Art Code geben. Ja, und die Codes sind wir hier. Diese Zahlen. Die müssen mit den Abschnitten eines Kreises zusammenhängen. Okay, ich sag jetzt einfach mal, dass 90 oben ist. Wobei, nee, oben ist 0. Beziehungsweise 360. Ich sag einfach mal, das ist rechts. Dann 270 ist links, ne? Na, gucken, ob ich mich jetzt doof anstelle. 360 ist oben, 450. Das dürfte wieder rechts sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ah, falscher. Ich wollte den hier. So, der letzte ist 630. Das dürfte. Ich drehe es einfach mal rum. Geschafft. Dann will ich mir mal die Rüstung darin ansehen. Ja komm schon. Na gut, mal sehen, was sich mit diesem Material anfangen lässt. Schade, dass man da nichts gesehen hat, dass sich das Zeug öffnet. Oh, die ist so geil. Gucke mal. Schildweberin. Aufnehmen. Hä? Okay. Habe ich die jetzt
Schild wieder im Outfit, Kiste, okay. Nehmen wir. Und da ziehen wir das Ding. Ernsthaft? Das trage ich jetzt. Das ist... Ja, geil. Ich hatte gehofft, das würde entsprechend auch aussehen, aber... Ja, okay, immerhin. Also, ein Schild habe ich. Mal kurz gucken, steht da irgendwas dran? Alte Technologie, geborgen von Aloy und auf Nora-Leder gestickt. Baut einen schadenabsorbierenden Kraftschild auf. Braucht nach Abbau Zeit zum Aufladen. Das dürfte dann wohl der blaue Balken sein. Klingt jetzt auch ein bisschen anders. Okay, ich hatte jetzt echt gehofft, dass es so eine richtig geile Rüstung wäre, aber stattdessen... Naja. Gucken wir uns das mal im Sonnenlicht an. Zum Glück ist die Technik wasserdicht. Aloy, was machst du da? Du bist kein Delfin. Natürlich ist es derzeit dunkel. Wie soll es auch sonst sein? Ja, okay, es sind ein paar Dinge auf dem Nora-Leder drauf, die Schildprojektoren, aber woher sie die Energie kriegen, ist fragwürdig. Naja, sei es drum. Das nehmen wir mit. Dann hätten wir das ja. Ach ja, da fällt mir gerade ein. Das Panorama da ist ja noch vom letzten Mal. Gefallener Berg, das ist das oben beim, was wir in der letzten Folge gesehen haben, was ich da mitgenommen habe. Aber hier muss ich auch kurz die Fragezeichen wegmachen. Hier auch. So. Und ich habe da nämlich noch einen Textdatenpunkt. Da ist er. Den habe ich beim Sammeln der Materialien nämlich gefunden. Erste Schritte mit TDO. Vielen Dank, dass Sie den TDO Wohnorganisationsassistenten gekauft haben. Bitte folgen Sie dieser Anleitung, um Ihren TDO durch das Setup zu führen. Räumen Sie Ihre Wohnung gründlich manuell auf, bevor Sie Ihren TDO aktivieren. Keine Sorge, es wird das allerletzte Mal sein. Laden Sie die TDO-App auf Ihr persönliches Augmentationsgerät herunter. Den Aktivierungscode finden Sie auf der Unterseite Ihres TDOs. Schalten Sie Ihren TDO ein. Sagen Sie dem TDO über die App, für welche Zimmer er zuständig ist. Nach 3 Minuten hat der TDO den Grundriss Ihrer Wohnung und die Standorte Ihrer persönlichen Gegenstände gespeichert. Entfernen Sie für Testzwecke 5 bis 10 Gegenstände von Ihrem gewohnten Standort. Sagen Sie zu Ihrem TDO Putzzeit. Wenn Sie die Anweisungen befolgt haben, ist Ihr TDO jetzt in der Lage, Ihre Wohnung sauber und organisiert zu halten. Viel Spaß mit einem TDO Wohnorganisationsassistenten. Okay, sowas ist doch ganz nützlich. Die Tagebücher von Elisabeth Sobeck sind anscheinend soweit. Lesen wir die doch auch mal. Ah, nee, ist es nicht. Okay. Ich muss warten, bis die fertig sind. Das dauert ja seine Zeit. So, gucken wir mal kurz. Die habe ich immer noch nicht gemacht, die habe ich vergessen. Heilerseid. Ja gut, das machen wir später mal.
Ach, das ist auch noch von vorher. Ja, okay, da muss ich echt mal noch ein bisschen was tun. Aber was jetzt ansteht, ist das da. Und ich muss hierher, damit das klappt. Dann bis zum nächsten Punkt. Bis gleich. Das muss der Pass sein, den Otur meinte. Und gleich darüber ist das Gebiet der Banuk. Okay. Der Pass zum Gebiet der Banuk. Dann gehen wir mal diesen hübschen, leuchtenden, blauen Dingern entlang. Wir erinnern uns, als wir das letzte Mal da runtergeslidet sind. Ach ja. Dann auf geht's. Leider ist es gerade dunkel. Ich kann meine... Eigentlich kann ich fast gar nichts mehr spüren. Ja, hoch in den Bergen ist es kalt, Aloy. Das nehmen wir mal mit, das ist ja herrenlos hier. Was machst du denn da, Aloy? Dieser Weg führt zum Schnitt. Die Banuk haben nichts als nutzlosen Mystizismus zu bieten. Die Eklipse sehen nicht einfach zu, während du im Schnee spielst. Du hast eine Aufgabe. Du schaust also immer noch nach mir. Ich dachte, dir reicht's. Entschuldige, dass mich das Schicksal der Welt immer noch interessiert. Also, folgendes. Banuk-Schamanen tragen doch Kabel in der Haut, oder? Da kennen wir noch so jemanden, hm? Huh? Vielleicht sollte ich mich nur deshalb von dem Banuk fernhalten, um nichts über dich zu erfahren. Mich interessiert nicht die Vergangenheit, Aloy, sondern die Zukunft. Oder dass es vielleicht keine gibt. Also hör auf zu quatschen und kümmere dich um Wichtigeres. Aber wie immer tust du, was du willst. Zickig. Natürlich tun wir, was wir wollen. Wie immer. Ja, ganz schöner Weg. Da ist der neue Räuber. Man sieht förmlich die Hitze, die er abgibt. Versänger. Eine sehr agile und gefährliche Kampfmaschine mit feuerverstärkten Nahkampfangriffen und einem integrierten Minenwerfer für Angriffe auf die Distanz. Stärke ist Feuer, Schwäche ist Eis. Oh nee, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich Ihre Aufmerksamkeit. Da ist nichts mit Eisschwäche. Oh.
So. Eine neue Maschine. Und eine neue Stufe erreicht. Okay, gleich mal kurz gucken. Ich habe einen Fertigkeitspunkt. Ja, passt schon. Warten wir, bis wir noch einen haben. Das sieht ja geil aus. Geh mal da hoch. Kann ja nicht schaden. Vielleicht finden wir da noch was Nützliches. Hier ist das Klettern hier wie ganz anders als im östlichen Teil der Welt. Ah, ich habe die Abkürzung genommen. Okay. Sehr schön. Ein heilendes Blümchen. Okay, das zählt wohl als Begrüßung. Ach, da oben steht er. The Frozen Wilds. Willkommen im Add-on von Horizon Zero Dawn. Sicher, dass du hier nicht frieren wirst, Nora? Mir ist vom Klettern warm genug. Oh ja. Oh, guck mal, wie geil das aussieht. Nordlichter. Du hast zum Schnitt geschafft, Freunde. Aber du bleibst nicht lang. Das werden wir noch sehen. Oha! Von dem Berg dort steigt Rauch auf. Und vom Dorf auch. Weswegen? Finde heraus, woher der Rauch kommt. Aber Alter, ist das mal ein Blick. Das ist also der Schnitt. Gut, dann versuchen wir mal rauszugehen. Dem Häuptling noch vertrauen, nachdem so viele unter seinem Befehl gestorben sind. Versuchen wir mal rauszufinden, was hier passiert ist. Beziehungsweise was hier los ist. Was es mit dem Rauch auf sich hat. Böses Omen für das Ritual. Unsere Schamanin ist fort. Unser Häuptling hat unsere besten Jäger in den Tod geschickt. Wie sollen wir jetzt noch Hoffnung schöpfen? Vertraut Uria, sagen sie. Sie wird zu uns zurückkehren, sagen sie. Da ist was Großes im Gange. Doch warten wir noch immer. Das gesamte Dorf geht nicht in das Haus. Unsere Schamanin ist fort. Unser Häuptling hat unsere besten Jäger in den Tod geschickt. Wie sollen wir jetzt noch Hoffnung schöpfen? Anscheinend ist hier einiges vorgefallen. Wir haben seit dem Krieg mit den Katscha nicht mehr verloren. Wir
möge Urea die Weisheit finden, die sie da draußen in der Welt sucht. Urea ist... Gleich gibt's etwas Seltenes, Nora. Burkrent, Lieferant für Bedarfsgüter. Meistens verbrennen die Banuk ihre Toten. Aber nicht heute. Weil man die Körper nicht bergen konnte. Ja, scheußliche Sache. All ihre besten Krieger. Fort. Also werden sie diesmal anders verabschiedet. Trauer, meine Jäger, und tötet sie! Die unseren erfüllten das Schicksal, nach dem alle Banuk streben. Sie fielen mit ihren Speeren tief im Stahl. Ihr Kampf ist nun zu Ende. Ihr habt ihre Seelen in den blauen Himmel aufsteigen sehen und hinaus ins blaue Licht. Doch unser Kampf beginnt gerade erst. Bald werden wir wieder Jagd auf den Dämon machen, der die Maschinen gegen uns aufhetzt. Und so frage ich euch, tragt ihr den Mut unserer Gefallenen in euch? Werdet ihr kämpfen und sterben, wie sie es taten? Mein Mut! Mein Speer! Unser Blut in deinen Zähnen, Aratak! Wir sind Banuk. Unsere Feinde sind Beute. Ein Dämon, der die Maschinen aufhetzt. Maschinen, die ihre Stärksten getötet haben. Und was wollen sie tun? Wieder dort raufgehen. Narren. Ein kleiner Rat. Gratis. Aloy. Aloy. Ich bin seit zwei langen Wintern hier. Und ich verstehe die Banuk noch immer nicht. Dieser Krawall etwa. Er begann mit dieser Schamanin, Urea. Sie erzählte über Stimmen und Dämonen oben auf dem Donnerkamm. Also marschiert ihr Verak nach oben und die Hälfte wird getötet. Von Maschinen. Als Urea verschwand, dachte ich, dass der Wahnsinn auch fort wäre. Doch nein. Der große Aratak kommt, rüstet auf, um es nochmal zu wiederholen. Ist Aratak hier ein angesehener Krieger? Er ist ein Verak-Häuptling. Sein Wort wird respektiert, allerdings hört man es nicht oft. Er spricht so viel wie ein toter Fisch. Doch als er und Urea mit dem Verak herkamen, hat es mehr Banuk hierher verschlagen, als ich je sah. Weißt du, was ich noch sah? Meine eigene kleine Handelsroute, die sich bis zum Anrecht erstreckt. Und dann führt er sie in ihren Tod durch die Krallen wütender Maschinen. So viel zu meinen besten Kunden.
Was sind diese Veraks, Burgrind? Eine Art Stamm im Stamm? Ah, nicht für unsere Clans zu Hause. Man wird dort nicht hineingeboren. Es gibt Prüfungen. Zeig, dass du in irgendwas besser bist und vielleicht erhältst du einen Platz. Manche Veraks kommen und gehen. Manche sind so langlebig wie Metall. Das ganze Banu-Gebiet, Ban-Ur, ist nur ein Haufen der größten, ältesten Veraks. Ich weiß nicht, ob ich weniger oder mehr verwirrt bin. Also, eine Sache ist sicher. Jeder Verak hat einen Häuptling und einen Schamanen. Sie treffen die Entscheidungen. Alles schön und gut. Nur, dass die Häuptlinge sturköpfig sind und die Schamanen in den Wolken schweben. Und Orea, sie sprach von diesem Dämon. Genau. Hat Aratak und den anderen erzählt, dass er auf dem Donnerkamm lebt. Und sie glaubten ihr. Aber du nicht. Also, ich weiß nicht, was Orea oben gefunden hat. Schamanen reden nicht mit Fremden. Die Maschinen im Schnitt werden bösartiger, das steht fest. Vielleicht durch den Dämon. Oder sie haben einfach alle Magenprobleme, was weiß ich. Aber Orea kann es jetzt nicht erklären. Sie ist weg. Und niemand weiß warum. Tja, da müsste ich sie also finden, wahrscheinlich. Was ist es an dem Banuk, das nicht zu verstehen ist? Alles ist eine Prüfung. Ein zu erduldendes Leid. Eine Herausforderung. Scheint, als ob sie keine Wahl hätten an so einem Ort. Ja, ein so unglaublich kaltes Land, voll mit wilden Tieren. Man würde meinen, dass sie preiswerte Hilfe annehmen. Ich habe versucht, sie zu überzeugen. Aber ein Banuk, der nichts mehr beweisen muss, kann auch einfach sterben. Kennst du vielleicht einen Mann namens Silence? Groß, ernstes Gemüt, Kabel in der Haut, wie ein Schamane. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber nur geflüstert. Wie ein Schreckgespenst, das die Banuk verdrängen. Ich weiß nicht, was geschah. Ich glaube, er hatte Ärger mit dem Konklave. Oder sie auch mit ihm. Konklave? Alle wichtigen Schamanen treffen sich von Zeit zu Zeit in Ban-Ur und reden über den neuesten Hokuspokus. Keine Ahnung, wie sie alle in ein Zelt passen, ohne dass sich ihr Kopfschmuck miteinander verhakt. Urea war schon mal dabei, aber als ich fragte, wie es war, schaute sie mich nur böse an. Wenn du noch mehr wissen willst, musst du sie finden und ihr Vertrauen gewinnen, schätze ich. Viel Glück. Okay. Du sagtest, du lebst hier schon 2 Winter? Ja. Zu Hause haben mir ein paar Fellhändler von diesem stahlverlassenen Zelthaufen erzählt. Gute Lage. Bereit für Veränderung. Wir kamen kaum über die Runden, bis der Ort wegen Urea belebter wurde. Ein großer Prophet kommt, sagten sie. Na, ich verstand Prophet. Großer Fehler. Nicht, dass die Banu geizig wären. Sie handeln nur lieber untereinander. Wenn wir nur einige überzeugen könnten, dann könnten wir diesen Ort berühmt machen. Oder wenigstens bekannt. Wir? Ich und meine meine Gehilfin, Varga. Meine Gehilfin und meine Tochter. Wir verstehen uns als Geschäftspartner besser. Ihre Mutter wollte, dass ich ihr einen Beruf zeige. Sie fing an Waffen rumzubasteln. Also, wenn du eine Pause von dem Banuk-Treiben brauchst, schau bei ihr vorbei. Ihr seid beide... wie soll ich sagen? Frauen? Nein. Unabhängig. Du findest sie in Langkerpe, dem östlichsten Banuk-Lager. Okay, dann müssen wir dann wirklich mal vorbeigucken. Ich wüsste gern mehr über den Dämon. Nur Gerede, Aloy. Oder steckt mehr dahinter? Etwas, was das Verhalten der Maschinen bewirkt. Dann musst du Urea finden. Zuletzt wurde sie auf dem Weg zum Eisfall im Gebirge gesehen. Tja, angeblich kennen nur Schamanen den Weg durch diese eisigen Gipfel. Aber ich weiß, wo du ihren Lehrling findest. Naltuk. Er geht Gerüchten nach. Nördlich des Flusses. Gerüchte? Nicht sehr gute. Plötzliche Angriffe im Schnee. Seltsame Strukturen. Es sei eine neue Maschine, wie sie noch nie gesehen wurde. Jetzt bin ich wirklich interessiert. Vielen Dank, Burgrind. Nichts zu danken.
Ob Aratak mir mehr über Uriya oder den Donnerkamm sagen kann, ein scharfer Schwert, ein warmes Zelt und ein Verak.